Herzlich willkommen in meiner kleinen Küche. Ich habe heute wieder einen kleinen Unboxing-Beitrag für euch. Ich stelle euch die Ringbackform von Multi & More vor. Und na klar, den Link zum Online-Shop setze ich unten in die Infobox. Oh ja, das Warten hat sich gelohnt. Die Lieferzeit betrug 14 Tage. Und ja, heute halte ich endlich mein heiß ersehntes Paket in den Händen und bin ganz begeistert. Schaut mal, sogar eine ältere Ausgabe von Rezepte mit Herz war dabei. Außerdem ein 5-Euro-Gutschein für meinen nächsten Einkauf. Diese Ringform ist aus Carbonstahl mit doppelter Antihaftbeschichtung. Sie hat ein Gewicht von etwas über 500 Gramm. Ja, und man merkt schnell, dass man hier wirklich Qualität in den Händen hält. Ich war neugierig auf diese Form, weil ich ja einige neue Varoma-Rezepte ausprobieren wollte. Und na klar, diese Ringform eignet sich für den Varoma und auch für den Dampfgaraufsatz der Prep & Cook. Und dass sie in den Backofen passt, das versteht sich natürlich von selbst. Diese Ringbackform ist spülmaschinenfest, Gefrierschrank geeignet und hitzebeständig bis 230 Grad. Die Ringbackform eignet sich also auch nicht nur für Kuchen und Desserts, sondern auch für deftige Brote und auch herzhafte Gerichte wie Hackbraten. Vor langer Zeit hatte ich auch mal eine Gugelhupfform aus Steingut und ja, an die musste ich gerade denken und habe ein paar ältere Bilder von meinen Beiträgen herausgesucht, die ich im Anschluss an diesem Filmchen mal anhängen werde, ja, um euch zu zeigen, was alles so möglich ist, was euch erwartet und weshalb es mir gerade wieder mächtig in den Fingern kribbelt. Und ich mich sehr auf den Einsatz dieser Ringform freue. Diese Ringbackform hatte ich nun eingeweiht mit dem Schokoladenkuchen Nummer 2. Der Kuchen bekommt natürlich einen ganz eigenen Beitrag und somit gehe ich jetzt nicht weiter auf das Rezept ein, sondern zeige euch nur eine ganz kurze Zusammenfassung. Dass der Teig ganz schnell und fix in der Prep & Cook angerührt wurde und im Dampfgaraufsatz ja, gegart wurde. Ja, der Kuchen ist super schokoladig und saftig. Und die Ringbackform von Multi & More ist einfach ein Knaller. Ich hatte die Form gebuttert, den Teig hineingegeben, im Varoma Dampf gegart und ja, nach ein paar Minuten auskühlen wird die Folie entfernt und der Kuchen lässt sich ganz wunderbar stürzen und aus der Form nehmen. Und wie man sieht, haftet nichts an. Die Form lässt sich im Anschluss auch ganz einfach reinigen. Ja, diese Ringbackform bekommt von mir ja eine absolute Kaufempfehlung. So, und auch dieser kleine Kuchen wird nun mit Puderzucker etwas aufgehübscht. So, jetzt kommt der Anschnitt. Ja, wie gesagt, der komplette Rezeptbeitrag mit Link zum Originalrezept, der folgt denn als Extrabeitrag. So, schalte mal noch nicht ab. Bleib mal bitte noch ein paar Minuten dran. Ich möchte dir noch etwas zeigen. Denn die tolle Ringbackform passt auch in die Cook for Me. Es gibt ja einige Kuchenrezepte, die wirklich gelingsicher sind in der Cook for Me. Und ja, auch die werde ich dann versuchen umzusetzen. Jetzt läuft hier im Hintergrund mein kleiner Rückblick, was ich alles in einer Gugelhupfform mal zubereitet habe. Die Ringbackform von Multi & More ist ja um einiges kleiner als der Zauberring von The Pampered Chef und so passe ich die Zutatenmenge einfach der Form an und werde das eine oder andere Rezept
ja, der Ringform anpassen. So, ihr Lieben, das war's dann auch heute schon wieder von und mit mir. Ich bin Krupps Markenbotschafterin. Das bedeutet für dich, dass ich dir gerne vor dem Kauf einer Prep & Cook einen Cashback-Gutschein zukommen lasse und dir auch nach dem Kauf weiterhin mit Rezepten und Ideen zur Verfügung stehe. Liebe Grüße, eure Jana.